Du bist in einer Dauersituation, wo dir die ganze Zeit und das ganze Leben lang gesagt wird, du musst dich ändern. Du bist nicht so okay, wie du bist. Wie soll man da psychisch gesund bleiben? Und genau das ist das Problem. Von klein auf wird uns beigebracht, dass dünne Körper unserem Schönheitsideal entsprechen. Ich habe ja Situationen erlebt, wo mir fremde Menschen, die mich nicht kennen, irgendwelche Diät-Tipps oder sonst was geben. Der Druck von außen schmerzt. Seit ihrer Kindheit betäubt Nora ihn. Und ich war so überfordert, dass ich immer geguckt habe, wie ich an Essen komme. Das Essen war immer da. Seit über 20 Jahren sind wir Freundinnen. Nur deshalb gewährt Nora mir diesen sehr intimen Einblick. 2 Jahre begleite ich sie mit der Kamera und frage mich, warum ist die Gesellschaft so feindlich gegenüber dicken Menschen eingestellt und was für negative Folgen hat das? Es ist wahrscheinlicher, dass man sozial absteigt, wenn man eben hochgewichtig ist. Nora überlegt sich, den Magen verkleinern zu lassen. Mir geht es primär darum, dass ich körperlich eingeschränkt bin und ein unauthentisches Leben führe. Doch mit so einer OP hat sie auch ein Problem. Einfach kleiner machen zu lassen, um wieder schlank zu werden, im Sinne von einem Schönheitsideal zu entsprechen. Und das macht mich wahnsinnig wütend. Dieser Film ist eine große Herausforderung für mich, weil ich Nora nicht bloßstellen möchte. Gleichzeitig will ich nicht verschweigen, dass ihr Gewicht ein Problem für sie ist. Vor allem will ich zeigen, wie brutal es ist, als hochgewichtige Person in dieser Gesellschaft zu leben. Vor genau 2 Jahren erzählt mir Nora das erste Mal in einer Sprachnachricht von ihren OP-Plänen und ihren Zweifeln. Ob das etwas ist, was ich machen kann und will, inwiefern ich das als Empowerment sehe und nicht als chirurgischen Eingriff von Schönheitsdiktaturen oder ähnlichem. Nora ist 36 und lebt in Hildesheim. Was ich an ihr mag, ist ihr feiner Humor, ihre Reflektiertheit, ihre Herzlichkeit und ihre Offenheit. Wir sind einfach richtig gute Freundinnen. Nora hat schon etliche Diäten hinter sich. Seit Jahren ist ihr hohes Körpergewicht ein Thema für sie. Gemeinsam entscheiden wir uns, dass ich darüber einen Film mache. Sommer 2021. Ich beginne mit den Dreharbeiten. Mit meinem kleinen Camcorder filme ich einfach drauf los. Ohne große Tontechnik. Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, Sie möchten sich in einem Adipositas-Zentrum zur Beratung vorstellen. So, allgemeine Fragen. Größe 1,68. Aktuelles Gewicht, ja, da muss ich mich morgen mal auf die Waage stellen. Ich bin weiblich. Übergewichtig besteht seit Lebensjahr 13 ungefähr. Wie ist das? Würdest du dein Gewicht sagen? Also ich habe gemerkt, dass mir das, ich dich nicht, mich traue, dich zu fragen. Darüber habe ich auch nachgedacht. Und ich frage mich, also ich glaube... Wie wichtig das auch ist, oder? Ja, genau. Also es ist halt auch eine interessante Frage, weil alle so Dokumentationen, wo es um schwere Körper geht, es in erster Linie darum geht, wie viel wiegt sie, wie viel hat sie abgenommen. Das sind sozusagen immer so diese 2 Kategorien. So ein Film soll dieser nicht sein. Ich will auch nicht auslassen, dass hohes Gewicht gesundheitsgefährdend sein kann. Aber darum geht es hier nicht. Es geht um Noras Diskriminierungserfahrungen. Ich fühle mich durch mein Gewicht unter Druck gesetzt. Das stimmt vollkommen. Was setzt da unter Druck? Ich fühle mich natürlich auch gesellschaftlich unter Druck gesetzt. Ne? Also ich laufe quasi als eine menschgewordene Bedarfshandlung rum. Es gibt ja auch Leute, die mein Gewicht kommentieren und auch so quasi wohlwollend gemeint. Ich habe ja Situationen erlebt, wo mir fremde Menschen, die mich nicht kennen, irgendwelche Diät-Tipps oder sonst was geben. Ne? Also auch als ich noch weniger gewogen habe und aktiver sein konnte und es mir besser ging, lebe ich ja immer noch in einer Welt, in der schlank sein das Ideal ist. So. Ja. Punkt 8. Ich fühle mich manchmal depressiv. Oh ja, das stimmt vollkommen. Ich bin im Großen und Ganzen mit meinem Leben zufrieden. Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin selbstsicher. Teils. Würde ich sagen. Oder was würdest du sagen? Würde ich auch sagen. Ich bin aufgrund meiner körperlichen Situation eingeschränkt. Im Haushalt, das stimmt.
Im Beruf, das stimmt auch. Im Privatleben, das stimmt auch. Trotz allem liebt sie es, sich zu bewegen. Nora ist eine Wasserratte. Sie hat sogar eine Dauerkarte fürs Schwimmbad. Nora wächst in einem kleinen Ort in Niedersachsen auf. Ich kenne viele Geschichten aus ihrer Kindheit, die wirklich schön gewesen sein muss. Gegen Ende der Grundschulzeit wird ihr Leben dann etwas schwerer. Ihre Eltern trennen sich, als sie 12 ist. Ich mache denen keinen Vorwurf, sowas ist ein Prozess, ich verstehe das. Und in der Schule wurde es immer schwieriger für mich, auch von den Leistungen. Ich war auch in einer sehr leistungsfordernden Schule. Und ich war so überfordert, dass ich immer geguckt habe, wie ich an Essen komme. Und natürlich hat das Dicksein nicht dabei geholfen, beliebt zu sein. Also natürlich wurde sich immer wieder lustig über mich gemacht und ich habe immer wieder Sprüche bekommen. Und dann erzählt sie mir von einer prägenden Situation aus dem Schulbus. Ein Junge hinter ihr tippt sie an. Und hat mir quasi so zugeflüstert, wie hässlich ich sei und dass ich bestimmt wahnsinnig krasse, heftige, stinkende Fett- und Pestbeulen unter meiner Kleidung hätte. Und ich habe einfach, glaube ich, gar nicht reagiert, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich tun sollte. Mit Essen kompensiert sie. Das Essen war immer da. So, oder wir konnten es mir immer irgendwie organisieren. Das war halt eine sichere Bank. Zitrone und Pistazie, bitte. Danke, gleichfalls. Essen in der Öffentlichkeit ist alles andere als selbstverständlich für Nora. Sie bezeichnet es als ihren rebellischen Akt. Mittlerweile kann ich das ganz gut in der Öffentlichkeit essen. Also es gab eine Zeit lang, wo ich möglichst gar nicht in der Öffentlichkeit gegessen habe. Also einfach, weil ich immer Blicke bekomme oder ich habe darauf geachtet, was ich in der Öffentlichkeit esse. Also irgendwas Gesundes, schön Salat oder so. Und auf jeden Fall kein Eis und dann auch nicht so präsent irgendwo zu sitzen, weil ich jetzt schon wieder drei Leute gesehen habe, die auf jeden Fall deren Blick länger auf mir ruht, als wenn man nur irgendwo vorbeiguckt. Also ich kann verstehen, dass ich ein äußeres Erscheinungsbild habe, das halt auffällig ist so. Aber es ist halt auch spannend, dass Leute sich da auch gar nicht oft regulieren oder es auch nicht für nötig erachten. Also es gibt ja auch Leute, die mich offen beleidigen und die überhaupt gar kein Gefühl für Anstand haben oder so. Oh, mein Eis läuft weg. Auch ich merke die Blicke. Hier die Frau im Blumenkleid, links im Bild. Oder hier die Frau in der weißen Jacke. Allerdings ist auch ganz sichtbar, dass wir hier drehen. Auf dem Heimweg filme ich noch einmal unauffälliger. Hier links schaut das Mädchen. Diese beiden Damen drehen sich sogar noch mal nach Nora um. Und auch der Blick des Mädchens, hier rechts, verweilt länger auf Nora. Täglich bekommt Nora solche Blicke ab. Sie passt nicht rein in die Norm. Hohes Gewicht macht Menschen zu Außenseitern. Warum das so ist, erforscht der Soziologe Dr. Friedrich Schorp. Er zeigt mir zunächst Beispiele, wie sich die Darstellung dicker Körper im Laufe der Jahrhunderte verändert hat. Ja, das ist die Venus von Willendorf. Das ist so eine steinzeitliche Figur, die man gefunden hat. Und die so als Fruchtbarkeit symbolisiert und auch was, ja, was Positives darstellt. Das heißt, Gewichtsdiskriminierung ist nicht schon immer per se kulturell verankert. Es gab auch mal andere Zeiten. Es gab auch mal andere Zeiten, genau. Doch das Schönheitsideal ändert sich über die Jahrhunderte. Heute werden selbst Kinderfiguren geschäbt. Links im Bild die neue Figur, rechts die alte. Also, und dann haben wir hier jetzt Bob der Baumeister. Und da sieht er ja irgendwie aus wie so ein Chippendale-Model. Also der ist jetzt sozusagen hier so, ja, so ein durchtrainierter Mitzwanziger oder so sieht er irgendwie aus. Ja. Genau, und davor war es halt irgendwie so eine kindliche Knuddelfigur. Ja, ja. Und dann zeigt er mir aktuelle Bilder, die seriöse Zeitungen und Internetportale veröffentlichen, wenn es um Adipositas geht. Und das ist ganz typisch. Man spricht auch von Headless Fatties, wo man also den Kopf abschneidet. Ja, dann kommt noch dazu, dass sie dann eben immer auch so irgendwie sitzen und beim Essen vor allem dann noch. Mhm. Ne? Also das ist eine Darstellung, die wir ganz, ganz oft finden. Mhm. Und wenn wir das natürlich dann schon sehen bei solchen Berichten, dann ist ja eigentlich schon
im Kopf schon, die ist natürlich schon klar, relativ unabhängig davon, was dann in der Studie drin steht. Okay, da hat man es wieder, diesen krank, weil sie so viel essen, ne? und sich so gehen lassen. Ja, das sieht man wirklich oft, die Bilder. Natürlich machen solche Bilder etwas mit unseren Einstellungen zu dicken Körpern. Und das hat große Auswirkungen. Welchen Einfluss hat das Gewicht auf die soziale Positionierung in unserer Gesellschaft? Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf die Arbeitswelt gucken, dann ist es so, dass es Studien gibt, die zeigen, dass Menschen mit hohem Körpergewicht bei ähnlicher oder gleicher Qualifikation seltener eingestellt werden, seltener befördert werden, oft weniger verdienen. Es ist wahrscheinlicher, dass man sozial aufsteigt, wenn man eben dünn ist, schlank ist. Und es ist wahrscheinlicher, dass man sozial absteigt, wenn man eben hochgewichtig ist. Er erklärt mir noch, dass hochgewichtige Frauen, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt, noch stärker von Diskriminierung betroffen sind als Männer. Wie können wir denn dafür sorgen, dass es nicht mehr so eine große Stigmatisierung gibt, hochgewichtiger Menschen? Ich glaube, Repräsentation ist wichtig und dann aber eben nicht als Problem, sondern das wäre sozusagen ja das Ideal, ne? Dass es dann sozusagen in Anführungszeichen normal Teil der Gesellschaft ist. Ne? Also dass sozusagen die dicke Person jetzt nicht, dass ihr Dicksein dann nicht Thema ist. Und trotzdem thematisiere auch ich das Dicksein von Nora. Also vielleicht braucht es das halt, dass es erstmal sozusagen eine Aufmerksamkeit braucht für solche Themen, um damit sie irgendwann nicht mehr Thema sein müssen. Weißt du? Mhm. Also so wie ich brauche Feminismus, damit ich ihn irgendwann nicht mehr brauche. Es gibt immer Optimierungsbedarf. Du bist in einer Dauersituation, wo dir die ganze Zeit und das ganze Leben lang gesagt wird von unterschiedlichsten Leuten, die dir nah und fern stehen, du musst dich ändern. Du bist nicht so okay, wie du bist. So. Und da verbringst du dein Leben mit, das gesagt zu bekommen. Wie soll man da psychisch gesund bleiben? Wie soll das gehen? Nora macht vor allem auch deswegen schon seit vielen Jahren eine Therapie. In ihrem Job als Theaterperformerin und Regisseurin setzt sie sich für die Sichtbarkeit des Themas ein. In einigen ihrer Stücke geht es um dicke Körper in der Gesellschaft. Unser nächster Drehtag ist in Berlin. Nora ist zu Besuch bei einer Freundin, die allerdings nicht gezeigt werden möchte. Mit ihr tauscht sie sich noch einmal über ihre Gedanken zur Magen-OP aus. Dieses Magenverkleinerungsding, das spielt ganz viel damit, um wieder schlank zu werden, im Sinne von einem Schönheitsideal zu entsprechen. Und das macht mich wahnsinnig wütend, das macht mich aggro und auch deswegen habe ich immer noch ein ambivalentes Gefühl zu dieser OP und vor allen Dingen dem Image dieser OP. Ich verstehe Noras Hadern. Eine Magen-OP ist kein Allheilmittel. Sollte sie sich unters Messer legen, kann es sein, dass sie nicht mehr alle Lebensmittel verträgt. Auch wenn sie schlanker wird, werden nicht von heute auf morgen ihre Probleme verschwinden. Der Kampf geht weiter. Am nächsten Tag wollen wir uns die Stadt anschauen, zusammen unter Leute gehen. Doch der Tag verläuft anders als geplant. Schaffen wir das? Nee, schaffe ich heute nicht. Das schaffe ich heute nicht. Also ich fühle mich gerade völlig überreizt. So. Also ich fühle mich gerade krass überfordert und merke halt, dass es für mich halt auch krass ist, dass ich in so einem zusätzlichen Druck bin, dass wir eben nur so wenig Zeit mit einer professionellen Kamera haben und ich dann funktionieren muss, sozusagen, damit wir Bilder haben. So zu wissen, aber wir haben nur so wenig Zeit und da muss halt irgendwas passieren, so ungefähr. Genau, und ich kann nicht sozusagen mich so hart daran abarbeiten, obwohl es mir kacke geht, nur damit wir Material haben, das abgefilmt werden kann. Jetzt werde auch ich zur Umgebung, die ihr Druck macht. Aber in solchen Momenten sind die Dreharbeiten nicht nur für Nora, sondern auch für mich und meinen Kameramann herausfordernd. Es fällt mir nicht immer leicht, geduldig und verständnisvoll zu bleiben. Einige Monate später ruft Nora mich an. Für mich ist jetzt klar, ich werde mich operieren lassen. Okay. So, was hat sie, also,
Gab es irgendwie einen Moment, in dem dir das klar wurde? Oder wann ist die Entscheidung gefallen? Ich habe keine andere Option mehr und ich will nicht mehr so weiterleben. So. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich will mich wieder bewegen können. Ich will aus dieser Starre raus. Ich will wieder Dinge machen können, die mir gut tun, die schön für mich sind. Ich will mobil mit meinem Fahrrad von A nach B kommen und mir keine Gedanken mehr machen müssen, wie ich wohin komme. Und ich vermisse das einfach so. Ne? Ich vermisse das so unglaublich. Und ich sehe einfach keine andere Möglichkeit, das herzustellen. Ich bekomme das anders nicht hin. Die OP rückt näher. Am Tag, bevor Nora ins Krankenhaus kommt, treffen wir uns noch einmal in einem Café. So, mein Mäuschen. Jawohl. Wann geht's los? Und? Wie bist du drauf? Wie bist du aufgeregt? Oder was geht in dir vor? Nee, so richtig aufgeregt bin ich noch nicht. Es ist immer noch so surreal. Ich glaube, dass ich direkt vor der OP noch mal ziemlich Schiss kriegen werde. Das denke ich schon. Und ansonsten, ich bin einfach so viel müde. Was passiert denn? Also du kannst ja, du wirst ja ganz schnell satt sein, aber wenn du das Bedürfnis hast, dich deinem bisherigen Essverhalten wieder anzugleichen, das geht ja nicht. Ne? Also was würde denn passieren? Naja, also was halt was erstmal klassisch passiert natürlich, wenn man zu viel isst, ist man kotzt. So, das würde mir halt auch passieren. Es gibt Menschen, die versuchen, das zu kompensieren, indem sie halt immer, also sozusagen die ganze Zeit essen und halt immer nur eine kleine Bissen und quasi nie richtig Pause machen. Ich habe aber auch so perverse Sachen gehört, wie Leute, die Nutella in der Mikrowelle aufwärmen, damit es dann flüssig wird und sie somit mehr Nutella reinkriegen, so ungefähr. Bei dem Gedanken ist mir schlecht geworden, was ich wiederum gut finde. So. Noras Magen wird anfänglich nur noch 200 Milliliter fassen können. 200 Milliliter. Der Durchschnittsmagen einer erwachsenen Person fasst 1,5 Liter. Ihr Magen kann sich wieder ausdehnen, doch er wird nicht mehr so groß, wie er zu diesem Zeitpunkt ist. Und die große Frage bleibt, ob man wieder Wege findet, Emotionen damit zu kompensieren. Ne? Nora trinkt jetzt ihr letztes Sprudelwasser für lange Zeit. Ich finde es einfach total erfrischend, Wasser mit Kohlensäure zu trinken. Ja. Genieß es. Jetzt werden Leute denken, das ist total albern, dass da jetzt diese dicke Frau sitzt. Und das, was er jetzt noch genießt, ist nicht ein Stück Kuchen, sondern ist nur eine Reiswasser. So, eigentlich braucht man doch ein Bild davon, wie sie noch mal richtig Fett reinhaut. Und nicht, wie sie Mineralwasser trinkt. Ist doch total unattent. Von Mineralwasser trinken ist er nicht so dick geworden. Das kann es ja nicht sein. Ich freue mich wirklich für Nora, dass sie diese Entscheidung getroffen hat. Ich habe das Gefühl, sie tut es aus den richtigen Gründen. Nicht für andere, sondern für sich. Für einen neuen Lebensabschnitt, in dem sie mobiler sein wird und mehr am Leben teilnehmen kann. Am nächsten Tag fahre ich sie früh morgens ins Krankenhaus. Ja, dann gehe ich da jetzt mal rein. Danke schön. Fertig. Machen. Das ist ein großer Lebensrisikofaktor. Deswegen wird sie operiert, weil sie auch sonst durch Diäten eigentlich, zumindest alles, was die Wissenschaft sagt, keine Chance hat, sinnvoll, langfristig, dauerhaft, relevant abzunehmen. Und deswegen führen wir jetzt eine Schlauchmagenoperation durch. Das ist eine Magenverkleinerung, die im Grunde den Magen auf unter ein Drittel seiner ursprünglichen Größe in länglicher Form verändert. Aber es ist auch klar, es wird weiter einer Lebensumstellung der Patientin bedeuten, weil alleine durch die Operation ist keinem geholfen. Es ist mindestens die Hälfte, die der Patient oder die Patientin im weiteren Lebensverlauf selber beitragen muss. Und damit wird er Recht behalten. Nach der OP schickt Nora mir ein kurzes Handyvideo. Es ist alles gut gelaufen. Ich brauche jetzt vor allem nur einfach Ruhe und Schmerzmittel. Einige Wochen nach der OP bekomme ich diese Sprachnachricht. Mir geht's gerade leider ziemlich scheiße. Ich habe so richtig krass Probleme mit Kreislauf und Übelkeit und Durchfall und
Erschöpfung. So. Also es ist wirklich richtig schlimm und ich habe das Gefühl, dass das einfach so, ich quasi gerade noch eingeschränkter bin, als ich eh bin oder war. Das ist einfach kein schönes Gefühl, einfach so unglaublich ausgelutscht zu sein. Ein gutes halbes Jahr nach der OP. Nora hatte viele Höhen und Tiefen, aber mittlerweile geht's ihr besser. Heute ist ein besonderer Tag. Sie wird sich das erste Mal seit langer Zeit wieder auf ein Fahrrad setzen. Die Eltern einer Freundin schenken ihr ein altes E-Bike, das sie sich in der Garage abholen darf. Das ist anders eine schöne Farbe. Nora, wie viele Jahre bist du jetzt kein Fahrrad gefahren? 18, 19, 20, 4 Jahre. Und 4 Jahre kein Fahrrad gefahren. Ja. Sitzen ist ungewohnt, aber ich hatte jetzt keine Koordinationsangst oder so. Ich hatte das Gefühl, ich komme da schnell wieder in Fluss mit dem Fahrrad quasi. Und ich glaube, wenn jetzt noch mal so der Sattel ein bisschen höher ist, weil ich sitze sehr tief gerade, was natürlich fürs Auf- und Absteigen super ist, ne? Aber ich merke, der muss ein bisschen höher und dann vielleicht der Lenker noch ein bisschen höher. Und ich glaube, dann ist richtig gut. Aber es ist abgefahren. Das ist abgefahren gerade. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie so ein Kind, das endlich richtig Fahrrad fahren kann. Fährst du gleich damit nach Hause? Ja, klar. Also bitte. Warum laufen, wenn man auch Fahrrad fahren kann? Vor genau 2 Jahren haben Nora und ich uns das erste Mal hier in diesem Park getroffen, um Aufnahmen zu machen. Zum Abschluss unserer Dreharbeiten im Juni 2023 treffen wir uns hier noch einmal. Wie ist der Stand der Dinge? Ich habe nach wie vor immer mal wieder Probleme mit emotionalem Essen. Also ich merke das immer wieder, dass es in... Also es muss schon hart sein, muss schon eine Krisensituation sein, aber dann habe ich einfach das Bedürfnis sofort, wie so eine eingefräste Reaktion. Ich möchte mich mit Essen ins Bett legen und Ruhe, und ich brauche Ruhe und ich will einfach nur essen. Und natürlich geht das rein technisch nicht mehr so wie früher, einfach aufgrund der Magengröße. Und aber es geht immer noch. Also man kann immer noch aus emotionalen Gründen essen. So. Und das ist nach wie vor, ist das Arbeit. Und nach wie vor ist das immer wieder eine Überprüfung. Lange nicht so wie früher, keine Frage, aber es ist ein Thema. Und wie geht es weiter? Wären wir in einer Soap-Opera, hätte Nora Ideen für einen Cliffhanger. Welches sportliche Ziel wird Nora erreichen? Wird sie die große Liebe finden? Wird sie eine Familie gründen? Was wird beruflich nochmal? Kriegt sie noch die große Karriere? Irgendwie sowas. Jetzt geht es erstmal darum, was dieser Film auslöst. Natürlich wird es ein sehr breites Publikum sehen. Und darunter werden wahrscheinlich auch Personen sein, die hochgewichtig sind. Mhm. Die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, was du denen noch gern mit auf den Weg geben möchtest, wenn die vor der Idee, vor der Entscheidung stehen, sich den Magen verkleinern zu lassen. Das ist keine leichte Entscheidung. Macht es nicht, wenn ihr das Gefühl habt, dass es nicht das Richtige ist und aber andere denken, dass es eine gute Idee ist. Dann macht es nicht. Ich frage Sie noch, was wir nun mit Hater-Kommentaren machen. Denkt doch bitte selber mal darüber nach, wie ihr mit eurem Umfeld umgeht, und sonst haltet die Fresse. Also, ich kann es nicht anders sagen. So eine Magen-OP ist kein Allheilmittel. Man sollte sich genau überlegen, aus welchen Gründen man das tut, und vor allem gut auf die Zeit danach vorbereitet sein. Auch Nora wird die ganze Zeit therapeutisch betreut. Ihre Geschichte zeigt, wie brutal unsere Gesellschaft mit Menschen umgehen kann. Und dass wir uns selbst immer wieder hinterfragen sollten, warum wir Menschen in Schubladen stecken. Denn hinter jedem von uns steckt eine individuelle Geschichte.
Wenn euch der Film gefallen hat, dann schaut doch gerne noch bei den KollegInnen von Auf Klo vorbei. Die haben den Film Fettshaming – Dicke Frauen nur heimlich daten gemacht.